Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkar-Oase. Es ist eine Weile her. Ich habe jetzt ein bisschen viel zu tun gehabt mit Arbeit, mit Tausch, mit Paketen und also von Besorgungen, die ich gemacht habe. Aber ich habe heute ein Päckchen bekommen, nicht viel, wie man sieht. Ich habe bestellt bei Dahlia Bastelshop und das wollte ich euch kurz zeigen und auch mal wieder ein Laut von mir geben. Ja, und da würde ich sagen, fangen wir an. Preise habe ich jetzt allerdings nicht rausgeschrieben. Ich habe mir das Masking Tape mal gekauft von Craft Emotions. Ich muss mal schauen, wie das so ist. Ich habe damit noch nie gearbeitet. Wir werden sehen. Da weiß ich auch, dass es 2,95 gekostet hat. Dann gibt es ganz neue Farben von den Stone Drops. Einmal den Rosebud Pink und Morning Fog. Habe ich auch schon mal vorhin kurz aufgetragen. Ich muss es nur suchen. Und das Licht flackert wieder. Kann man es denn am besten, ohne dass es flackert? Naja, gut, es ist ein bisschen duster. Also es ist so ein Metallic Pink und so ein, ja, Morning Fog. So würde ich Morning Fog jetzt nicht beschreiben. Dafür finde ich es ein bisschen zu dunkel. Es ist so ein Grauton. Graublau würde ich es mal nennen. Die zwei habe ich mir gegönnt. Dann den hatte ich auch noch nicht. Peach Sorbet. Also es gibt, glaube ich, noch drei Jewel Drops, die ich nicht habe aus der Reihe. Mal gucken. Peach Sorbet ist es geworden. Das findet sich hier auf meinem Plan. Dann gibt es eine neue Farbe von den Crystal Drops. Heritage Rose. Ist auch so ein Roseton. Wie man sieht, dafür gab es auch noch keine Nummern, als ich das erstellt hatte. Und Pumice Stone, auch ein Grauton von den Vintage Drops. Heute habe ich es mitten. Findet sich dann. Ups, da. Das waren die. Ich möchte nur mal wissen, warum dieses Licht schon wieder so wackelt. Dann habe ich mir die Stanzen auch noch zu Weihnachten mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, halt diese typischen Weihnachtsblätter, nennen wir es mal. Die beiden Sets, da war ich ja schon länger drauf scharf. Als ich die bestellen wollte, waren sie leider ausverkauft. Pinguin 1 und 2 sozusagen. Da freue ich mich schon drauf. Dann habe ich mir noch eine Schablone bestellt mit diesen Wolken von Dutch Dubadoo. Und zum Schluss, ich hatte ja schon diese Halbperlen und jetzt wollte ich die hier noch ausprobieren, die Enamel Dots in Dewdrops sozusagen. Die sind durchsichtig und vielleicht sieht man es, haben so ein bisschen Glitzer eingeschlossen. Nachdem mir die anderen so gut gefallen hatten, wollte ich die jetzt unbedingt mal ausprobieren. Dann habe ich letzte Woche auch noch Post bekommen von meinem ATC-Tausch von der Sandra. Die wollte ich auch noch mal in die Kamera halten. Ich hatte nur ein Bild gepostet in der Facebook-Gruppe. Die drei wunderschönen Karten hat sie mir geschickt. Das war das. Dann bin ich ja aktuell, wie gesagt, auf der Arbeit ein bisschen ausgelastet. Für die Arbeit habe ich aktuell einen Basteltipp verfasst. Und zwar, ach so, man sollte schon alles mit ins Bild holen. Ist das so ein Deko-Element, also so ein, für ein elektronisches Teelicht? Natürlich für kein echtes, weil Papier und so. Wen das interessiert, in meiner Facebook-Gruppe gibt es die Anleitung dafür. Den habe ich gemacht und dann hatte ich noch die Sets vom Action-Jahr gemacht. Das hatte ich auch bis jetzt nur als Foto eingeblendet. Einmal das Faultier habe ich jetzt endlich fertig. Das zweite abgewandelte habe ich jetzt leider noch nicht angefangen. Da hat mir leider die Zeit gefehlt. Und dann habe ich noch diese Varianten gemacht. Die hier kennt ihr, glaube ich, schon. Und dann wollte ich das nochmal schauen, wie das aussieht. Ja,
Toll, dafür müssen wir ein Licht hier ausmachen, dass man es zumindest sieht, dass es beleuchtet ist. Also es ist beleuchtet, man sieht es jetzt durch das Licht ein bisschen schlecht. Das sind einfach nur die Metallic-Wasserfarben vom Action. Ich wollte es mal ausprobieren. Das hinten sind die neuen Blautöne. Die anderen Sachen sind, glaube ich, noch die alten. Ich habe das alles in einer Kiste, deswegen kann ich es jetzt gar nicht mehr so genau auseinanderhalten. Ja, fand ich auch nicht schlecht. Also ich mag ja die Holzoptik, aber mit den Metallic-Farben finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Ja, habe ich sonst noch was zu berichten? Eieiei. Nö, aktuell geht es weiter mit Weihnachts-ATC-Tauschkarten in meiner Gruppe. Und ach so, doch, etwas Neues gibt es ja doch. Ich hatte vor kurzem, ich glaube am Wochenende, hatte ich die... Wo habe ich sie hin? Es gab ja doch noch was Neues. Ich war ja noch im Action letzte Woche, da war aber nicht sehr viel. Da gab es diese Craft Sheets mit Velvet, also Samt. Da habe ich mir die 4 Sets mal geholt und auch schon mal versucht. Also das sind Sticker Sheets jetzt, da war das Wort. Die hatte ich mir geholt. Ich weiß jetzt nicht, was sie kosten. 96 oder 98 Cent das Stück. Und dann gab es noch ein paar Bänder. Also es gab nichts Spektakuläres. Ich habe nicht wirklich viel bekommen. Da gab es nicht wirklich was Neues. Zumindest nichts, was mich interessiert hat. Sagen wir es mal so. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich weiß noch nicht, ob es noch ein Haul gibt die Woche. Also es kommt noch eine Bestellung. Aber eigentlich ist das mein Weihnachtsgeschenk. Ein Teil davon ist kein Weihnachtsgeschenk für mich, deswegen muss ich mal gucken, wie ich es mache. Aber es muss ja eh erstmal ankommen. Ich muss auch mal schauen, was wir als nächstes mal machen, ob wir mal zusammen eine ATC-Verpackung basteln oder ich hatte mir auch überlegt, ich würde mal ein Pouring-Bild mit euch machen, wenn euch das interessiert. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes von mir gerne sehen würdet. Also basteltechnisch, was ich basteln soll, vorstellen soll, ob ich irgendwas mit Nuvos erklären soll oder ich habe ja auch die ganzen, also so eine kleine Auswahl an Pasten von Nuvo oder ja, schreibt mir doch einfach mal, was ihr gerne sehen würdet. Im Moment bin ich gerade so ein bisschen überladen mit Weihnachten. Ich kann, glaube ich, Weihnachten bald gar nicht mehr sehen. Liegt aber an der Arbeit. Wir machen gerade Weihnachtsausgabe. Also es ist, ja, anstrengend. Gut, dann würde ich sagen, mir fällt jetzt gerade soweit nichts mehr ein. Das war mein kleiner Haul. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Fühlt euch geherzt. Ciao.